Moin Leute. Ich bin am Flughafen Hamburg. Ihr fragt euch sicherlich, wo geht es hin? Was macht der? Warum hat der eine Brille auf? Aber ich muss eure Fragewut erstmal stoppen an dieser Stelle. Erstmal viel wichtiger, der Flug wurde ausgerufen. Alle müssen sofort zum Gate. Schnell anstellen, sonst kommen wir nicht mehr mit. Cool wie ich bin, bleibe ich natürlich erstmal sitzen und beobachte das Treiben. Und dann am Ende werde ich mich einfach hinten hinstellen und in den Bus steigen. Denn genau so machen es die coolen Jetsetter von heute. Dauerhaft absolute Lässigkeit ausstrahlen und natürlich den Klamottenstil immer perfekt abgestimmt. Den Sicherheitshinweisen wird natürlich kein Blick gewürdigt und auch beim Start wird keine Miene verzogen. Kopfhörer dienen nur dem Zweck, dass man nicht von dritten Personen angesprochen wird. In Wirklichkeit hört man gar keine Musik. Der Profi kauft sich natürlich noch eine Wasserflasche, bevor er ins Flugzeug einsteigt, weil er weiß, über den Wolken dehydriert man einfach wesentlich schneller. Okay, der Flug hat ein bisschen Verspätung, müssen warten. Jetzt habe ich 3 Minuten bis zum nächsten Gate. Sehr gut. Das wird ein bisschen laufen, weil wir wollen nach Malaga. Okay, ich mache hier gleich den ersten Fehler. Ich laufe und damit enttarne ich mich quasi. Ich bin gar nicht so ein krasser Jet-Set-Traveler. Ja. Das ist schon Boarding letztendlich. Versuchen wir das mal, aber ich bin gleich da, also. Gate 28, da geht's nach Malaga. Also haben wir das schon mal geschafft. Malaga, was will ich in diesem Urlaubsparadies? Bevor Urlaub gemacht wird, müssen erstmal 100.000 Abonnenten auf dem Kanal sein. Wir landen in Malaga. Nach der Landung sofort aufstehen, man will ja noch mal 10 Minuten in der Maschine stehen können. Schnell nach dem Koffer greifen und dann los. Und dann lüftet sich langsam das Geheimnis, warum ich in Malaga bin. Die Porsche hier. Ja. Hi. Die Cayenne-Fahrenschilder? Nein, 718. Okay. Herzlich willkommen. Soll ich noch was sagen? Also ja, ich denke schon. Also ich glaube, das, was ihr hier seht, sagt schon mehr als 1000 Worte. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie ich mich fühle, weil dieser ganze Trip spiegelt ja irgendwie das wieder, was ich hier mit dem YouTube-Kanal erreichen wollte. Und jetzt stehen hier Panameras, Boxstars und ich fahre heute in Panamera und Schlüssel wird mir in die Hand gedrückt und ich darf den Wagen testen. Das ist ziemlich wahnsinnig. Das sind dann so die Momente letztendlich, für die man dann arbeitet und für die man dann viel auf sich nimmt letztendlich. Also die Zeit, die ich jetzt hier auf YouTube verbracht habe, war auch nicht einfach. Aber es bringt mir Spaß. Und ey Leute, ich steige jetzt gleich in Panamera. Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. 680 PS. Das in dieser Umgebung. Ich bin hier in Spanien und die Sonne scheint und wir haben eigentlich November und gut, mein Pulli braucht man letztendlich schon, obwohl gleich in der Sonne wird es, glaube ich, ganz schön knackig warm. Und ihr habt sicherlich jetzt schon mitbekommen, also das ist ein bisschen ein anderes Video. Ich werde hier in dem Video keins von den Autos vorstellen, sondern das ist quasi mein Vlog zu dieser Testfahrt von Porsche nach Malaga. Also, weiter geht's im Vlog. Guck mal. Die Kollegen sind auch dabei. Da, hier. Jetzt aber, los. Navigation, alle, ich habe Wasser hier bekommen, also sonst hätte ich noch mal irgendwo gehalten. Vielleicht halte ich auch noch mal unter meinen Red Bull oder sowas. Also wahnsinnig, das ist das erste Mal, dass ich auf so einer Veranstaltung bin. Muss nur mal Führerschein vorzeigen, jetzt fahre ich los. Das ist auch das erste Mal, dass ich in Malaga bin und ich werde nicht viel sehen, weil ich jetzt gleich vom Airport rausfahre. Sehr schön aber und wir haben gleich Meer, also da ist gleich Meer. Meer, also das Mittelmeer. Nicht mehr Meer. In Hamburg hat es geregnet und es war irgendwie eisig kalt. Ich habe meine Snowboardjacke dabei. Keine Ahnung, scheiße. Sehr schnell. Warte. Das Ding ist, die Dinger sind zu, oder die Scheiben von diesem Wagen sind zu dick, als dass sie erkannt werden von diesen Sensoren, die hier sind. Deswegen muss ich jetzt hier einmal zum Schalter und denen das irgendwie vorlegen oder irgendwie sowas. Guck mal, hier schön 360-Grad-Kamera. Herrlich. Hi, this thing didn't work. Nuevo? Okay. The window is too thick. Yeah, it's... It doesn't work. Yeah, thank you. It's too thick. Doesn't work. Ja, na, ein Nader, ja. Ich nichts verstehe, sorry. Aber nichts funktioniert. So, ich hab's geschafft ins Hotel.
hier parken gerade alle ihre Autos und die Farbe da drüben finde ich ja ultimativ geil. Und jetzt werde ich den Wagen erstmal ein bisschen von draußen und von drinnen vorstellen. Gefahren bin ich jetzt schon und dann geht's ins Hotelzimmer. Also, gleich geht's weiter. Okay, ich werde beobachtet. Ey Leute, ich bin hier gerade ins Zimmer gekommen und das ist absolut wahnsinnig. Also ich habe schon kurz geduscht irgendwie und die Decke ist so hoch, die Türen sind so breit und eigentlich könnte ich die Drohne fliegen lassen. Ich habe es tatsächlich versucht, die Drohne hier fliegen zu lassen, aber die hat hier irgendwie kein Kompasssignal und dann schwankt die mal so ein bisschen hin und her und dann war es mir doch ein Tick zu gefährlich, durch die Türen zu fliegen und so. Deswegen habe ich das mal so einmal kurz euch gezeigt. Aber das Zimmer ist wirklich wahnsinnig. Also hier Wohnzimmer, Schlafzimmer, riesig. Und dann echt dieses Badezimmer, ne? Das ist echt wahnsinnig. Das ist schon nicht schlecht, so vom Ding her. Das ist echt krass. So, jetzt mache ich mich fertig zum Essen. Gibt's nochmal ein Briefing und ja. Die Drohne werde ich übrigens nicht draußen fliegen lassen, auch morgen nicht, weil die achten hier schon sehr auf die Privatsphäre. Und zwar steht hier auch in diesem kleinen Büchlein, was ich mir mal durchgelesen habe, um ein WLAN-Passwort rauszufinden, steht drin, dass Handys im Restaurant nicht erlaubt sind und auch nicht an der Bar und auch nicht im Public-Bereich. Okay, und wer hält sich da dran? Naja, gut. Morgen geht's weiter. So, jetzt sind wir hier am zweiten Tag. Es ist 8 Uhr, es ist relativ früh. Aber ich bin gut aus den Fehlern gekommen letztendlich, weil heute geht's auf die Rennstrecke. Ich habe jetzt schon gehört, dass wir keine Hotlaps machen. Was natürlich sehr schade wäre. Vielleicht kommen wir da nochmal zu. Aber naja, mal sehen. Die Autos sind hier aufgereiht. Der gehört nicht dazu und ich weiß jetzt noch gar nicht genau, mit welchem Auto ich letztendlich zur Rennstrecke fahren werde und mit wem, weil man teilt sich das dann mit jemandem anders. Da hatte ich gestern ein bisschen Glück, dass ich das nicht machen musste quasi. Ich habe heute Morgen übrigens mit Hans-Joachim Stuck gefrühstückt. Sehr nettes Gespräch, ist ja auch schon eine Rennfahrerlegende. Aber sehr witzig und jetzt darf ich warten. Nein, warten wir. So, jetzt sind wir ein bisschen gefahren hier mit dem Panamera nochmal ein bisschen Alpenstraßen, was sind Alpenstraßen, wir sind hier in Andalusien, hier sind keine Alpen, aber so ein bisschen Bergpässe. Matt ist gefahren, er steht da, das ist ein Journalist von DriveTribe. Wir haben uns sehr gut unterhalten, DriveTribe kennt ihr wahrscheinlich, das ist die Social Media Plattform von den Top Gear bzw. The Grand Tour Leuten. Und war sehr spannend, die Straße unfassbar schön. Es ist mega geil hier, also guckt mal bitte. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich bin ja eigentlich so ein Alpentyp, ich liebe Alpen. Aber die Straßen sind hier auch echt mega schön. Das Problem ist, da ist man nur so eine 40 am Straßenrand. Und man soll hier angeblich 40 km/h fahren. Das ist schwierig einzuhalten, würde ich mal sagen. Jetzt werde ich auf dem Fahrersitz springen. Ja, nochmal so ein bisschen den Panamera testen. Also es geht weiter. Und gleich sind wir dann an der Rennstrecke. Ich bin sehr gespannt. It feels fast, but when you look at the number, it's even faster. So, ich muss jetzt gerade Englisch reden, weil ich gerade die ganze Zeit mit Matt Englisch gesprochen habe. Aber wir gerade ein bisschen im Boxster hier unterwegs waren mit diesem GTS 718 und das Verrückte ist, bin tatsächlich noch nie in einem Porsche mit Handschalter gefahren. Der ist hier aber handgeschaltet und das hat
ziemlich Spaß gemacht, erstaunlicherweise. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und wenn du den letztendlich in Sportmodus oder Sport-Plus-Modus setzt, dann passt da die Drehzahl an. Das heißt, du musst auch gar kein Zwischengas oder sowas geben, sondern der hat immer die perfekte Drehzahl. Fährt sich echt cool, fährt sich entspannt so, aber kann auch relativ zügig. Und gerade so offen, ohne Verdeck und so, ist das schon sehr witzig. Sieht doch einfach geil aus. Naja, wir fahren nochmal weiter. So Leute, jetzt sind wir mit dem Cayman GTS auf der Rennstrecke, den 718 Cayman GTS. Noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, ihr seht da vor uns. Wir haben ein kleines Kamerasetup hier aufgebaut. Immer, dann würde ich... er fliegt ein bisschen durchs Auto. Also jetzt erlebt ihr mal, wie das so ist, ein Track Day bzw. Kameraaufnahme auf der Rennstrecke zu machen. So sieht das dann immer auch, glaube ich, bei den professionellen Filmaufnahmen aus. Das Schöne ist, der hat auch einen Gurt. Ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Okay, los geht's. Los geht's, okay. Die sind ein bisschen verrückt, die beiden. Das ist geil. Das sieht die am Kämpfen. Okay, jetzt sitzt er quer. Das sieht gut aus. Das sieht richtig professionell aus. So, das ist hier harte Arbeit. Ich konzentriere mich nur auf den Kameramann da vor mir. Sehr gut. Das macht Spaß. Ja, sonst wollen wir jetzt noch, wo du uns überholst. Und genau, sowas. Und dann ja. Überhole ich, warte genau. Wieder und ja. Überholt, genau. Ja, ja. Wir machen vielleicht. Ach, einfach, ja, wir klären schon. Wir nehmen auch den Apex manchmal und dann überholen wir. Okay. Wir nehmen nicht den Apex. Genau, blink immer auf der Seite, zu der du rüberfährst. Dann überhole ich auf der anderen Seite. Okay, perfekt. So, haben wir jetzt alles einmal abgeklärt, wie wir hier weiter filmen wollen. Sehr geil, dass das Porsche hier überhaupt zur Verfügung stellt, dass wir solche Aufnahmen machen können letztendlich. Und die Jungs machen schon einen fitten Eindruck. Ist das geil. Ich liebe das. Ich liebe meinen Job gerade. Leute, also das ist echt. Es war die ganze Arbeit wert und das ist wahnsinnig. Bisschen schwitzen gerade. Oh, ich habe den Tank fast leer gefahren. Ich weiß gar nicht, ist hier eine Tankstelle? Ich glaube, das fällt auf, wenn ich den Tank leer gefahren habe. Ich habe einen halben Tank verballert. Mann, da fahre ich so viel Spaß. Alter Schwede, ist das eine geile Maschine. So. Jetzt machen wir einmal Launch Control. Bei Porsche einfach in Sport Plus gehen. Heftig. Komm, eine Runde machen wir noch. Da kommt bestimmt keiner mit. Jetzt hier reinziehen. Und hier ein Hütchen vorbei. Außen auf dem Gas bleiben. Bisschen rutscht er da schon. Leute, ihr könnt da nicht vorstellen, wie ich mich fühle. Fliegst nach Malaga, testest ein paar Porsche und fährst entspannt ein bisschen auf der Rennstrecke, haben sie gesagt. Das mache ich ja auch. Also ich war hier. Ich könnte noch ein bisschen hartnäckiger hier fahren. Jetzt gibt es eine Ansage, jetzt ist nämlich langsam vorbei hier. So, jetzt war ich gerade auf der Rennstrecke. Was für ein Erlebnis. Ihr habt gerade ein paar Aufnahmen gesehen. Mega derbe. Und jetzt habe ich hier eine bisschen verlassene Straße gesehen. Ich bin nochmal mit dem Boxster unterwegs. Diesmal rot. Jetzt werde ich mal ein paar Drohnenaufnahmen nochmal versuchen. Schöne ist, ich kann jetzt einfach sagen Go, ich muss einmal draufklicken und die Drohne fliegt jetzt einfach hinterher oder fliegt genau in so einem schönen Winkel. Das ist ein tolles Spielzeug, aber was man damit für Aufnahmen machen kann, ist einfach Wahnsinn. Die Landschaft hier ist echt schön. Musik.
das Dach zu. Oh Gott, ich will Sommer. Ich will Sommer. Es sind jetzt hier gerade 20 Grad. Boah. Aber also es ist unbeschreiblich. Jetzt, heute der Tag war auch nochmal genial auf der Rennstrecke. Ich bin schon ein bisschen ins Schwitzen gekommen, konnte den Cayman echt mal austesten. Hat echt Spaß gemacht. Und jetzt hier nochmal Landstraße mit dem Boxster. Klar, die Sonne fehlt so ein bisschen, um nochmal ein bisschen direkte Wärme zu geben. Und also wirklich, der Trip hier hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat Erwartungen übertroffen. Ich wäre gern nochmal komplett die Ascari-Rennstrecke gefahren. Da hatte ich nur einen Teil für mich, aber dafür hatte ich sie halt wirklich für mich, konnte machen, was ich wollte. Das war super geil und wir haben freien Zugang zu den Wagen und können die halt wirklich testen und unsere Meinung dazu sagen. Das ist echt wunderschön. Ich werde jetzt wieder zurückfahren, den Wagen hinstellen. Wir sind wieder im Hotel. Ey, wahnsinnig, was für ein krasser Tag. Wirklich wahnsinnig. Ich habe sehr viel über den 718 GTS gelernt. Gestern schon Panamera. Ich war auf der Rennstrecke, was monster viel Spaß gemacht hat. Ich liebe es einfach. Ich muss da noch mehr machen. Vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr. Ich bin da gerade so ein paar Gesprächen letztendlich. Und jetzt habe ich mich kurz geduscht. Und ach so, und das Krasseste, wo ich dann leider auch am meisten noch mal ins Schwitzen gekommen ist, ich bin bei Hans-Joachim Stuck mitgefahren. Das war echt geil, mal bei jemand richtig Professionelles mitzufahren, weil sonst fahre ich ja immer nur selber. Und das war jetzt einmal so erleben, wie das eigentlich geht. Und der hat schon ordentlich Stoff gegeben. Also ich habe auch schon viel aus der Kiste rausgekitzelt, aber er definitiv noch mal ein bisschen mehr. Er ist die ganze Rennstrecke gefahren. Und die habe ich jetzt auch einmal kennengelernt, was natürlich auch mega cool ist. Krasser Tag einfach, krasser Tag. Wirklich einiges heute gemacht, würde ich sagen. Wahnsinnig. Und jetzt geht's zum Abendessen und damit beende ich auch letztendlich diesen Vlog. Dann kann ich die Kamera morgen einfach mal beiseite tun. Ich werde mich morgen schon ransetzen und ein bisschen was schneiden, den Panamera. Das wird dann nächste Woche online gehen. Der Vlog kommt wahrscheinlich als letztes von den Videos, die ich hier zu diesem Trip hochladen werde. Das werden einige sein. Findet ihr alle Videos auch unten in der Beschreibung. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie ihr das findet, wenn ich mal so einen Vlog mache und quasi alle einzelnen Drehs, die ich jetzt heute gemacht habe und ich drehe mich, so kurz zusammengefasst reinschneide und ihr quasi seht, wie das so ist, war auch was für mich komplett Neues. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, dann lasst ein Like da, abonniert gerne und ciao. Bis dann, ciao.